Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 454. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, auch heute steht ein Tag vor uns, in dem wir ganz sicherlich Kämpfe auszukämpfen haben, der Schwierigkeiten auf uns kommen werden und wo der Satan versuchen wird, uns zu verführen und zu versuchen. Herr, wir möchten dich bitten, dass wir heute gestärkt werden durch dein Wort, dass wir gekräftigt werden, um als gute Kämpfer des Evangeliums, den Glaubenskampf zu kämpfen. Herr, du hast versprochen, dass du deinen Heiligen Geist uns schenken möchtest an jedem einzelnen Tag. Und wir brauchen ihn heute. Und darum bitten wir dich im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 1. Chronik Kapitel 8 bei den Nachkommen vom Stamm Benjamin. Wir lesen in Vers 32. Und Miklot zeugte Schimea, Und auch sie wohnten ihren Brüdern gegenüber in Jerusalem bei ihren Brüdern und näher zeugte Kis und Kis zeugte Saul, das natürlich der berühmte erste König über ganz Israel, wie er in 1. Samuel uns begegnet ist und Saul zeugte Jonathan, den berühmten Freund von David, der bereit war David zu unterstützen und auf den eigenen Thronanspruch zu verzichten. Der treu an der Seite seines Vaters kämpft, ein ganz besonderer junger Mann in der Bibel. Und Malchishua und Abinadab und Esch -Baal. Und der Sohn Jonathans war Merib Baal und Merib Baal zeugte Micha. Dieser Merib Baal wird an anderer Stelle auch Mephibosheth genannt, weil Boschet dann ein, ein, ein Ersatzwort ist für den Namen Baal. Und die Söhne Michas sind Piton und Melech und Tarea und Achas. Und Achas zeugte Joada. Und Joada zeugte Alemit, Asmawet und Simri. Und Simri zeugte Mozar. Und Mozar zeugte Binea, dessen Sohn Rapha, dessen Sohn Elasa, dessen Sohn Azel. Und Azel hatte sechs Söhne. Und das sind ihre Namen. Asrikam, Bochru, Ismael, She'aria, Obadia und Hanan. Alle diese waren Söhne Azels. Und die Söhne Escheks, seines Bruders Ulam, sein Erstgeborener. Jeus der Zweite. Und Eliphelet, der Dritte. Und die Söhne Ulams waren tapfere Männer, Bogenschützen und hatten viele Söhne und Enkel, 150. Alle diese sind von den Kindern Benjamins. Und ganz Israel wurde nach seinen Geschlechtern verzeichnet. Und siehe, sie sind eingeschrieben im Buch der Könige von Israel. Eine ganz bemerkenswerte Passage, denn im Buch der Könige, das wir heute in der Bibel haben, finden sich solche Geschlechtsregister eigentlich gar nicht wieder. Vermutlich gab es also noch andere Chroniken, andere Königsbücher, ausführliche Berichte dieser Geschlechtsliste, von denen hier wohl einiges ähm, ist, exzepziert ist und akzeptiert worden ist. Und Juda wurde nach Babel weggeführt um seiner Untreue willen. Wir haben das äh, eben am Ende von 2. Könige deutlich gesehen, wie das Südreich Juda dann schon das Nordreich von den Assyrern weggeführt worden ist, das Südreich in die babylonische Gefangenschaft geriet. Und die früheren Einwohner, die in ihrem Eigentum, in ihren Städten wohnten, waren Israeliten, die Priester, die Leviten und die Tempeldiener. eine interessante Einteilung in den die quasi gewöhnlichen Israeliten, dann die Priester, die Leviten und die Tempeldiener. Etwas, was auch für das Buch Chronik noch wichtig werden wird. Und in Jerusalem wohnten von den Kindern Judas und von den Kindern Benemis und von den Kindern Ephraims und Manasses. Jetzt haben wir offensichtlich hier eine Liste von denen, die nach dem Exil wieder zurückgekehrt sind, was uns auch einen Hinweis darauf gibt, dass das Buch Chronik auf jeden Fall erst nach dem babylonischen Exil als Gesamtes dann vorhanden gewesen ist und geschrieben worden ist. In seiner Endfassung zumindest dann so fertig war. Utai, der Sohn Amihuts, des Sohnes Omris, des Sohnes Imris, des Sohnes Banis von den Söhnen des Peres, des Sohnes Judas und von den Silonitern Asaja, der erstgeborene und seine Söhne und von den Söhnen Seras Jeuel und seine Brüder 690 und von den Kindern Benjamins Salu, der Sohn Meshullams, des Sohnes Hodawias, des Sohnes Hasenuas und Jibneja der Sohn Jehorams und Ela, der Sohn Ussis, des Sohnes Michris und Meschulam der Sohn Sefadjas, des Sohnes Reguels, des Sohnes Jebnias. Und ihre Brüder nach ihren Geschlechtern 956. Alle diese Männer waren Stammhäupter ihrer Vaterhäuser. Die Zahlen gab es hier schon deutlich kleiner als vor dem Exil. Wir wissen, dass nur ein kleiner Teil aus dem babylonischen Exil zurückkehrte. Wie wir interessanterweise gesehen haben, waren es nicht nur äh, Personen aus dem Stamm Juda oder Benjamin, sondern auch zum Teil aus den Stämmen, die schon vorher von den Assyrern weggeführt worden waren. Und von den Priestern Jedaja und Jojarib und Yachin. Und Asaja, der Sohn Hilkias, der Sohn des Sohnes Meschuldams, des Sohnes Zadoks, der Sohn des Sohnes Merajots, der Sohn des Sohnes Achitubs, der Fürst des Hauses Gottes. Und Adaja, der Sohn Jehochams, der Sohn des Sohnes Paschurs, der Sohn des Sohnes Malkias, und Maasei, der Sohn Adils des Sohnes Yachzeras, des Sohnes Meshulams, des Sohnes Meschilemits, des Sohnes Imers. Und ihre Brüder häupter ihre Vaterhäuser. 1760 tüchtige Männer im Werk des Dienstes für das Haus Gottes. Auch heute brauchen wir noch tüchtige Männer, die das Werk Gottes auch im Kontext des himmlischen Heiligtums tun. Und von den Leviten Shemaja, der Sohn Haschubs, des Sohnes Asrikams, des Sohnes Haschabias von den Söhnen Meraris und Bakbakar, Heresch, Galal und Matanja, der Sohn Michas, des Sohnes Sichris, des Sohnes Asafs, Obadja, der Sohn Shemajas, des Sohnes Galals, des Sohnes Jedutuns und Berechja, der Sohn Asas, des Sohnes Elkanas, der in den Dörfern der Netophatiter wohnte, und die Torhüter, Shalom und Akub, und Talmon und Achiman, und ihre Brüder, Shalom war das Haupt. Und bis jetzt sind sie am Tor des Königs gegen Osten. Sie, die Torhüter für die Lager der Söhne Levi Levis, ein ganz besonderes Amt, das Tor zu hüten. Bis jetzt zeigt also, dass hier der Schreiber sich einer gewissen Gegenwart bewusst war und dass diese, diese Person hier bis zu dieser Zeit, noch in seiner Zeit, dieses Amt ausführten. Und Shalom, der Sohn Chores, des Sohnes Ebiasas, des Sohnes Koras und seine Brüder vom Haus seines Vaters, die Korahiter waren über das Werk des Dienstes gesetzt als Schwellenhüter des Zeltes. Und ihre Väter waren im Lager des Herrn, Hüter des Eingangs gewesen. Und Pineas, der Sohn Eliasas, war vor Zeiten Fürst über sie. Der Herr war mit ihm. Wir nennen uns an die Geschichte, die wir vor kurzem schon mal Revue haben passieren lassen, dass dieser Pineas vor Eifer für den Herrn den, den, den offensichtlichen und... und Prahlerischen Abfall, dem Einhalt geboten, in dem er damals diesen Fürsten und diese midanitische Frau getötet hat. Der Herr war mit ihm. Pineas war ein besonderer ähm, Mann, ein, ein, ein Sohn des Priesters Eleasar, der später selbst Priester wurde. Was für ein Satz, den wir auch für unser Leben uns wünschen, dass der Herr mit uns sei. Zachariah, der Sohn Meshelemias, war Torhüter am Eingang der Stiftshütte. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir haben viele Namen gelesen, aber vor allem das eine wünschen wir uns, auch für den heutigen Tag, dass es gesagt werden kann über uns, dass du mit uns bist. Wir bitten dich von ganzem Herzen, dass deine Gegenwart unser Leben erleuchtet, unser Herz stärkt, unser Denken leitet und dass wir in allem, was wir tun, uns bewusst machen, dass du mit uns sein möchtest und uns Kraft geben möchtest, stärken möchtest. Aber uns zeigen möchtest, auch wohin wir gehen sollen und was wir tun sollen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.